Die Birle Stiftung ist eine Stiftung, die sehr stark ist in ihren Projekten, immer gewesen ist. Aber es bedeutet jetzt, dass wir einfach mehr Menschen erreichen müssen. Wir haben so große Herausforderungen in der Stadt, so gute Lösungen dafür, aber wir müssen die natürlich auch in die Breite bringen. Dazu brauchen wir mehr Menschen und mehr Geld. Und ich glaube, dass es unsere Anforderung ist, dieses Problem jetzt zu lösen. Und was danach kommt, das weiß ich nicht. Aber ich denke, das sind jetzt die ganz kritischen Jahre, in denen wir die Bürgerstiftung stärken müssen durch Menschen, durch mehr Geld, aber eben auch durch dieses wahnsinnige Netzwerk, was diese Stiftung trägt. Und der Abend heute war dafür einfach unglaublich hoffnungsvoll. Bürgerstiftung jetzt auch entwickelt hat, wenn man diese vier Art-Dinner sieht, dann kann man sicher sagen, dass die Idee zum Art-Dinner eine hervorragende Idee war, um es einfach bekannt zu machen. Nach meiner Einschätzung, wenn ich heute die Besucherzahlen sehe und die Gäste, die da waren, ist das gigantisch gut gelungen. Und ich glaube, das Ergebnis, was die Mittel anbelangt, spricht für sich. Ich bin ja jetzt auch seit diesem Jahr Kooperationspartner bzw. Teil der Bürgerstiftung. Ich habe auch meine eigene Stiftung jetzt gegründet und zusammen mit der Bürgerstiftung ein Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen. Und ich sehe, wie die Bürgerstiftung arbeitet und ich finde es wirklich toll, was sie leisten. Auch wenn man das heute sieht, das Art Dinner, wie das hier aufgezogen ist, ist total professionell. Die Arbeit, die sie leisten, ist enorm und ich finde es ganz toll, dass sie sich einsetzen. Das ist eine Stiftung hier aus Berlin für Berlin. Und ja, ich wünsche Ihnen wirklich nur das Beste und vor allem auch eine gute Zusammenarbeit. Das Einzige, was uns mit der Bürgerstiftung verbindet, ist, dass wir für Bürger sind. Normalerweise. Und dass wir für Bürger sind, weil wir sind ja auch welche. Ja. Und Berliner. Und was die machen, finde ich auch dufte. Ich finde das weil zum Beispiel mir hätte auch einer lesen beibringen können. Dann wäre auch noch was aus mir geworden. Ja. Hat sich aber keiner drum gekümmert. Deswegen ist es gut, dass sich jetzt jemand für die Kinder drum kümmert. Wa? Ja, absolut. Immer für Kinder was machen, finde ich immer gut. Ja. Köln, ganz, ganz viele Schulen, in denen sehr viele Kinder, über 90% teilweise, nicht deutscher Herkunft sind, auch über 90% Kinder, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen und wo es nicht selbstverständlich ist, dass zu Hause jemand vorliest, dass zu Hause sich jemand mit ihnen so beschäftigt, wie das auch im Bilderbuchkino passieren kann. Und ich habe eben erlebt, dass es Menschen gibt in der Bürgerstiftung, die sagen, genau da wollen wir gerne helfen. Das ist etwas, was uns sehr unterstützt, was Schule eben alleine nicht leisten kann. Dafür brauchen wir Partner in der Zivilgesellschaft und die haben wir hier mit der Bürgerstiftung gefunden. Und deswegen arbeiten wir auch gerne mit dieser Stiftung zusammen, weil sie einfach auch ein ganz verlässlicher Partner sind, die genau da anknüpfen, wo wir mehr Unterstützung auch brauchen. Meine Verbindung zur Bürgerstiftung ist die Nähe zu den Kindern. Wir haben selber drei kleine Kinder. Und wir wissen einfach, dass der Eintritt in die Gesellschaft die Sprache ist. Und da möchten wir gerne helfen. Als Auktionator beim Kunsthaus Lempertz bin ich natürlich der Kunst verbunden, aber es macht besonderen Spaß und besondere Freude, Kunst für einen guten Zweck zu versteigern. Und das ist heute Abend, denke ich, in ganz eindrucksvoller Form gelungen. 500 Gäste im Flughafen Tempelhof, über 200.000 Euro Umsatz oder Gewinn in der Auktion. Das ist ein Statement, was für die Berliner spricht und für den offenen Geist dieser Stadt. Für mich ist der Abend eine Sternstunde. Dass wir jemals so viele interessierte Menschen an einen Ort bringen, das liegt an Tempelhof, das liegt an der wunderbaren Frau Dr. Giffey aus Neukölln, die
einfach aus erster Hand so unglaublich authentisch berichten kann. Es liegt an der wunderbaren Kunst. Wir haben hier kaufbare Kunst gesammelt. Wir haben keine unrealistische Kunst gesammelt. Wir wollten hier einen Abend für Menschen machen, die sich interessieren, die hier rausgehen wollen mit mehr Wissen, die sagen wollen, wofür werden die Gelder eigentlich verwendet? Aha, das habe ich jetzt verstanden und da fühle ich mich wohl. Das war das Ziel. Und wenn ich das Ergebnis sehe, muss ich sagen, Ziel erreicht.